schon mal davon geträumt, reich zu werden, um sich dann eine neue PS5, das neueste Handy oder ein Pferdchen zu holen? In diesem Video zeigen euch diese drei Kandidaten, wie man einfach Geld verdient. Mit meinen Tipps werdet ihr reicher als Ronaldos linker Zeh. Genug geredet, zeigt mir jetzt eure Wege. Willkommen zu drei Wege, wie man reich wird. Funktioniert nicht zu 100%, das sage ich jetzt schon. Okay, Kandidaten, wir fangen von links nach rechts an. Bitte vorstellen. Mein Name ist Furkan Yilmaz und ich bin ein stinknormaler Junge, genauso wie du und die Leute, die gerade zuschauen. Der Betrüger. Ich habe einen Weg gefunden, reich zu werden. Und das kann jeder von euch da draußen auch machen. Als allererstes braucht man einen Computer und Internetzugang. Dann geht ihr auf eine Website, wo man Telefonnummern von alten, dummen Leuten kriegen kann. Ah, da, eine alte Frau. Ich ruf sie mal an. Jetzt kann die Show beginnen. Also, es läuft so ab. Ich tue so, als ob die Person, die ich gerade anrufe, 1 Million Euro gewonnen hat. Hallo? Hey, Gratulation. Sie sind der glückliche Gewinner unseres Super-Duper-Lotto-Jackpot und haben sage und schreibe 1 Million Euro gewonnen. Oha, sag Wallah. Ja, Sie sind jetzt reich. Schritt Nummer 2. Versucht gleich am Anfang an persönliche Daten ranzukommen, wie zum Beispiel Ihren Namen. So, ich heiße Jefferson McFloy und ich würde auch gerne Ihren Namen wissen. Mein Name ist Fatima Yilmaz. Fatima Yilmaz? Ja, genau, mein Name Fatima Yilmaz. Wie komisch, meine Mutter heißt auch Fatima Yilmaz. Aber das ist sicher nicht meine Mutter. Ist 100% nur ein Zufall. Die Namen Fatima und Yilmaz sind sehr bekannt in der Türkei. Wir machen weiter mit dem Betrug. Ich habe in ehrlich 1 Million Euro gewinnt? Ja, nochmals Glückwunsch. Opa Gangi Style, diri di 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 di. Opa Gangi Style, diri di 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 di. Sorry, ich habe mich ein bisschen gefreut. Kein Problem. Ah ja, nur zur Info. Damit Sie die 1 Million Euro kriegen, müssen Sie noch was machen. Und genau jetzt kommt der wichtigste Part. Trick 17. Was ich muss machen? Sie müssen uns nur 5000 Euro überweisen, damit... Damit wir die bürokratischen Angelsverfahren, der Himmel schimmert bläulich, Apache bleibt gleich, aber heute nicht, Verwaltungsgebühren ausfüllen können. Genau wegen dem. Und dann bekommen Sie die 1 Million Euro. Tamam, okay. Einfach irgendwelche deutschen Wörter sagen und das klappt schon. Jetzt wird sie mir die 5000 Euro überweisen und ich werde sie hops nehmen. Überweisen Sie jetzt einfach die 5000 Euro, damit wir das erledigt haben und damit Sie auch die 1 Million Euro kriegen. Einen Moment bitte. Und jetzt schicken. Ah. Hallo? Ich hab ihn gemacht. So ein Idiot. Sie hat mir einfach die 5000 Euro überwiesen. Hey, wieso lachst du? Ich hab sie hops genommen, alte Omi. Sie bekommen doch keine 1 Million Euro. Warte kurz. Lach nochmal. Du bist nicht Jefferson McFloy. Ich kenne diese ästliche Schimäne-Lache. Oh nein. Du bist Furkan. Mama? Anele Siki! Hund! Hund! Es war schön, euch kennengelernt zu haben. Du willst Geld von deiner Mutter klauen? Nein, nein, nein. Ich hab nicht gedacht, dass du das bist. Oh, du kleine Schimäne. Mama, ganz ruhig. Ich schick dir sofort das Geld zurück und alles ist gut. Nein, nein, nein. Schick mir nicht mein Geld. Schick mir deine ästliche Po zu mir nach Hause. Mein Geld bekomme ich so oder so zurück. Du bist eine Hund, eine Esel und eine Schweine. Hund! Der nächste Kandidat, bitte. Hallo, mein Name ist Sebastian und ich zeige euch meine Methode, wie man reich wird. Objekte verkaufen. Mann, ich habe kein Geld. Was soll ich nur machen? Dings, Bro, brauchst du deinen Ball noch? Das letzte Mal, als ich mit dem Ball gespielt habe, da gab es noch Tastenhandys. Also nee. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich brauche den Ball unbedingt. Ja, dann behalt ihn einfach. Ich brauche ihn eh nie. Warte kurz. Er braucht den Ball unbedingt. Vielleicht so unbedingt, dass er dafür Geld zahlen würde. Das bringt mich auf eine gute Idee. Hallo, krieg ich ihn jetzt? Ja. Wie viel würdest du mir dafür geben? So hat alles angefangen. Sachen, die ich nicht mehr gebraucht habe, einfach zu verkaufen. Wie viel willst du für den Ball? 50 Euro. 50 Euro? Ja. Yeah. Ey, komm, machen wir 30 Euro. Nein, 20. 20? Na gut, 15 Euro, aber weiter gehe ich nicht mehr runter. Oh mein Gott!
Ich war nervös. Zu meiner Verteidigung, das war das erste Mal, dass ich richtig verhandelt habe. Das war aber auch der Zeitpunkt, wo ich auf die Idee kam, alle nutzlosen Dinge zu verkaufen. Okay, lass mich überlegen, was könnte ich hier noch verkaufen? Oh ja, das Shirt, das brauche ich nicht mehr. Das reicht aber noch nicht. Ich muss mehr Sachen verkaufen. Ah, mein Bett. Aber wo soll ich dann schlafen? Egal, der Boden ist auch angenehm. Die Türe? Die brauche ich eigentlich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das nicht. Und das auch nicht. Langsam bemerke ich, dass ich keine Sachen mehr habe, die ich verkaufen kann. Und ich bin nicht mal ansatzweise reich geworden. Aber falls Gott dir eine Türe zumacht, dann öffnet sich eine andere. Und dann kam ich auf eine bessere Idee. Juhu, Thomas! Ja, mein Bruder. Wie alt bist du nochmal? 8. Und wie groß circa? Ich habe vom Doktor gehört, 1 Meter und 30 Kilometer. Oder Zentimeter, ich weiß nicht. Perfekt. Kaufst du mir etwa ein neues T-Shirt? Mein kleiner Bruder wird verkauft. Ich habe da so eine Seite gefunden, da stand, hier können Sie alles verkaufen. Ein altes Bett, alte Klamotten, ein alter Tisch. Ich denke auch, dass man seinen Bruder verkaufen kann. Ich verkaufe hier alles, was ich nicht mehr gebrauchen kann. Und mein kleiner Bruder, ja, er ist definitiv nutzlos. Kaufst du jetzt ein neues T-Shirt für mich? Nö, ich verkaufe dich jetzt. Ich weiß nicht, ob 50 Euro ein guter Preis ist, aber ich stell dich mal für den Wert rein. Aber ich will nicht verkauft werden. Hör auf zu weinen, so schlimm ist das nicht. Wie kannst du das nur machen? Ich bin ein kleiner, süßer Bruder. Ich liebe meine jetzige Familie. Das kannst du doch nicht einfach... Was? Was schaut ihr mich so an? Würdest du ein Kind nehmen, welches weint und nervt und furzt? Nee, also muss ich den Preis senken. 30 Euro ist jetzt ein fairer Preis. Oh, da haben wir ja schon unseren ersten Käufer. Ja, das ist ein echtes Angebot. Ich verkaufe meinen kleinen Bruder für 30 Euro. Wollen Sie ihn jetzt oder nicht? Was? Sie melden mich bei der Polizei? Ey, ich kann auch für 20 Euro anbieten. Muss keiner wissen, komm. Nein, nein, bitte melden Sie es nicht der Polizei! Ich gebe Ihnen gratis den kleinen Bruder, aber bitte nicht Polizei! Alles nur wegen dir! Muss jetzt 2 Jahre ins Gefängnis. Keine Ahnung, wieso? Anscheinend darf ich meinen Bruder doch nicht verkaufen. Von wo soll ich das wissen? Aber ich konnte das Bett und die Türe verkaufen. Mit meinem Business habe ich insgesamt 250 Euro gemacht. Inklusive 2 Jahre Haft im Gefängnis. Gut, die letzte bitte. Mein Name ist Gertrude Schenkelknatter und ich zeige euch meinen Weg, einfach Geld zu verdienen. Allmann-Taktik. Ey, 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 du kleiner Knirps, du! Ballspielen ist hier verboten. Sofort auf. Ansonsten rufe ich die Polizei an. Ja. Ja, so ist gut. Und jetzt weg mit dem Ball. Der Ball hat meinen Kopf getroffen. Das hat aber nicht wehgetan. Aber das ist genau der Moment, wo man anders handeln sollte. Der Ball hat ja meinen Kopf getroffen und das könnte zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Film ab. Hallo Polizei, ich will einen gefährlichen Jungen anzeigen und Schmerzensgeld erstatten. Hallo Polizei, ich will einen gefährlichen Jungen anzeigen und will Schmerzensgeld erstatten. Schmerzensgeld erstatten, das ist der wichtigste Part. Man kann mit so einem einfachen Fall 10.000 Euro erstatten. Und jetzt rechne dir das aus, wenn ich pro Tag 5 solche Fälle habe. In ein paar Wochen bin ich Millionärin. So Gertrude Schenkelknatter, Sie wissen, wieso Sie hier sind, oder? Ja, genau, ich bin da, um mein Schmerzensgeld abzuholen. Ja, davor müssen wir das aber noch gerichtlich prüfen. Kein Problem. Gut. Warte mal. Seid ihr das Publikum? Nee, wir sind nur ihre Angeklagten. So viele? Ja, das sind die, die ich gestern angezeigt habe.
Die, die ich heute angezeigt habe, die sind dann nächste Woche dran. Okay, Gertrude, was hat Angeklagter Nummer 1 gemacht? Also, ich war ganz normal am Stehen und da sah ich plötzlich im Augenwinkel ein rundes Flugobjekt auf mich zufliegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass es entweder eine Bowlingkugel war oder eine Wassermelone. Das war ein weicher Fußball. Du bist nicht dran mit Sprechen! Also, dann wurde ich ganz gefährlich am Kopf getroffen und nach meinen Berechnungen war der Schütze Angeklagter Nummer 1. Stimmt das, was sie gesagt hat? Nein, natürlich nicht. Auf zu lügen! Was war jetzt mit dem Angeklagten Nummer 2? Der hat mich versucht zu erwürgen. Stimmt nicht. Ich hatte ein Date mit ihr und ich habe sie nur ganz leicht am Hals gestreichelt. Und Nummer 3? Nummer 3 hat mich versucht zu vergiften. Nein, ich arbeite als Dönermann und ich habe ihr den Döner gegeben ohne Handschuh und sie ist ausgeflippt. Das war ein legitimer Versuch, mich zu vergiften. Hast du alle 3 Fälle gewonnen? Ja. Hast du aber die 3 Fälle auch fair gewonnen, ohne Schummeln? Ich habe gewonnen. Mehr sage ich nicht. Frau Schenkelknatter, ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich Ihnen nicht glaube. Somit bekommen Sie auch das Schmerzensgeld nicht überwiesen. Oh, yes, yes, zum Glück. Es tut mir leid. Ah, Herr Richter. Ja? Eine Sache habe ich vergessen. Die Jungs sind Ausländer. Ausländer? Stimmt das? Ja, ja, ja. Also ich bin Deutsch. Ich bin hier geboren. Ja, ich auch. Ja, ja, ich auch. Sind aber auch eure Eltern in Deutschland geboren? Sorry, aber nein. Dann seid ihr alle schuldig. Frau Schenkelknatter, Sie bekommen das Schmerzensgeld überwiesen. Yes! Ich sag dir dann, wenn es geht, okay? Also wenn ich sag geht, dann darfst du 3, 2, 1 schießen, okay? Schau ich nochmal aus? Ja. Geht. Mustafa, wohin? Krieg ich ihn jetzt? Das ist ein bisschen laut. Jegliche Art von Ballsport ist hier verboten. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich auf die Idee kam, alle Sachen zu verkaufen, die ich mit... mit einem gefährlichen Jungen anzeigen und will Schmerzensgeld erstatten. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ach, Mustafa. Du hast mich verletzt und die Brille kaputt gemacht. So Leute, das war's mit dem Video. Welchen von diesen 3 Wegen fandet ihr am besten? Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Nee, jetzt ohne Spaß, hat euch das Video gefallen oder nicht? Falls euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir in den Kommentaren, dass ihr einen weiteren Teil machen soll. Es gibt genug weitere Kandidaten, die ihren Weg zeigen möchten, wie sie Geld verdient haben. Und das Ganze ist nicht legal. Das war's mit dem Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und bye!